Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Binding of Isaac, genau. Ich bin aber auch wieder The Legend of Zelda, A Link to the Past. Meine Güte. Im letzten Part haben wir uns in Kakariko umgesehen und ein kleiner Junge hat uns erzählt, wo wir den Dorfältesten finden. Und zudem haben wir uns, zudem, genau. Wir haben uns auf den Weg begeben, ihn zu finden und wir haben hier diese Hütte gefunden, die der kleine Junge angezeichnet hat. Schauen wir mal, was wir darin finden. Ist das wieder schwierig heute zu reden? Ja, da gibt es einen Mann hier. Richtig, ich bin Saharala. Sahasrala. Der Name ist so schwierig auszusprechen. Also, wenn man ihn sieht. Sahasrala, der Dorfälteste und ein Nachkomme der sieben Weisen. Ist das wirklich wahr? So, ich bin überrascht, dass ein junger Mann wie du nach dem Bannschwert des Bösen sucht. Nicht jeder kann diese Waffe benutzen. Die Legende berichtet, dass nur jener Held das Schwert führen kann, der drei mächtige Dämonen besiegt und die drei Amulette erringt. Ist dir bewusst, was das für dich bedeutet? Bist du bereit dazu? Ja, oder selbstverständlich? Sagen wir mal, selbstverständlich. Gut, dann versuche das Amulett des Mutes aus diesem Palast zu holen. Wenn du es mir bringen kannst, werde ich dir mehr von der Legende erzählen und dich eine magische Kunst lehren. Geh jetzt zum Palast. Ja, bevor wir zum Palast gehen, schauen wir aber noch, was er hier so hat. Können wir auch was aufpumpen. Und drei Thron. Nehmen wir auch gerne mit. Bomben. Bomben. Rubine. Rubine. Wow. Also an Rubinen mangelt es uns nicht. Wir schauen mal auf die Karte. Ach, können wir nur draußen? Draußen sind, schauen wir mal auf die Karte. Und ja, direkt hier oben ist dieser Palast schon eingezeichnet. Und wir sehen, da ist noch mehr eingezeichnet. Nämlich unten links ein blaues, ganz oben ein rotes und ganz, also Amulette und ganz oben links im Wald ein Schwert. Ja, genau in der Reihenfolge werden wir das auch abklappern müssen, ohne dass ich jetzt spoilern möchte. Und wir begeben uns unermüdet auf den Weg in das erste Verlies, das wir dann hiermit direkt bezwingen möchten. Dass ich auch noch. Ja, das erste Verlies kenne ich noch ein bisschen. Und alles, was nach dem Verlies kommt, wird dann schon schwierig aus Erinnerung zu spielen. Das wird dann spannend. Das wird spannend, Freunde. So, hier springe ich einfach runter. Das kürze ich einfach ab. Hier haben wir eine Treppe. Und da ist noch eine Treppe. Ich glaube, da oben ist der Eingang. Ja, das sieht so aus, als wäre da oben der Eingang. Um jetzt noch auf die Karte schauen zu wollen. Ja, das sieht aus, als wäre da der Eingang. Ja, da ist er auch, der Eingang. So, wir betreten den ersten Tempel. Palast. Tempel ist dasselbe. Ja, was erwartet uns hier? Ein Rubin. Gehen wir durch die erste Tür. Okay, hier geht es schon mal nicht weiter. Rechts auch noch eine Tür. Geht es auch nicht weiter. Gut, wir haben also nur einen Weg in der Mitte. Und um diese Tür zu öffnen, finden wir hier einen Schalter. Das ist auch so das Hauptding des ersten Palasts, diese Schalter. Wie hier jetzt auch wieder einer ist. Ja, hier sind dann Kugeln. Kugel, zwei Kugeln, drei Kugeln, vier Kugeln, fünf Kugeln, sechs Kugeln, sieben Kugeln, acht Kugeln, neun Kugeln. Und eine große. Das ist gar nicht so einfach. So, ich warte jetzt die große Kugel ab, genau. Und dann sind wir doch schon da. Ja, ich gehe direkt geradeaus weiter. So, da unten sind Skelette. Neue Gegnerart. Und eine große Truhe, die ich nicht missen möchte.
heißt, ich möchte ziemlich schnell dorthin, wo diese Truhe ist. Ja, hier sind diese Skelette, die, wenn man das Schwert schwingt, springen, aber wenn man mit ausgefahrenem Schwert an sie läuft, das kein Problem ist. Das ist eigentlich auch so die Kunst, die zu besiegen. Kein Problem. So, in diesem Raum. Wie war dieser Raum? Ach, hier gab es einfach nichts in diesem Raum. Doch. Setzen sich Skelette zusammen. Man kann die Skelette auch besiegen, indem man diese Vasen ihnen an den Kopf wirft. Da ich die jetzt aber dummerweise schon alle weg. Hallo. Wenn ich die jetzt alle schon weggeworfen habe, muss ich es dann doch auf die Schwertvariante machen. Und ich muss mal etwas defensiver spielen. Ich merke, dass ich sehr viele Herzen verliere. Da haben wir den Kompass. Du hast den Kompass gefunden. Damit kannst du das Versteck des Kerkermeisters finden. Wenn wir also jetzt auf die Karte schauen, dann sehen wir da, dass dieser Palast zwei Stöcke hat. Und im zweiten Stock sehen wir, dass da ein Totenkopf blinkt. Aber das bringt uns eigentlich so noch nicht viel, denn wir haben ja keine Karte. Also es bringt uns so ungefähr was. So, was haben wir hier? Mossi, ich bin es, der Dorfälteste Hasrala. Guter Rat von mir. Mit dem Schatz aus diesem Palast kannst du gepanzerte Gegner bezwingen. Lass ihn dir nicht entgehen. Danke für diesen Tipp. Ja, das sind solche Sprechanlagen. Auch wenn ich Sprechanlagen für diese Zeit etwas, naja, gewagt finde. So, da ist die Truhe. Die öffnen wir doch. Was? Verschlossen? Na, dann brauchst du hier wohl den großen Schlüssel. Okay, dann brauchen wir einen großen Schlüssel. Was mir aber gerade einfällt. Ich möchte jetzt das Schmetterlingsnetz ausrichten, genau. Und hier reinspringen. Denn in dieser Truhe, in diesem Brunnen finden wir Feen. Die können wir in einer Flasche aufbewahren. Da wir zwei Flaschen haben, haben wir jetzt zwei Flaschen mit Feen. Ja, wir können die Flaschen jetzt ausrüsten und die Feen wieder freilassen. Oder wir lassen sie einfach in den Flaschen. Und falls wir dann doch mal sterben sollten, belebt uns eine der Feen dann wieder. Das ist eigentlich eine tolle Sache. Und ja, wir befinden uns auf der Suche nach dem großen Schlüssel. So geht diese Tür auf. Ich möchte euch eigentlich relativ fix wegbekommen. Da haben wir einen kleinen Schlüssel. Und sonst gibt es hier nichts in diesem Raum. Wir geben uns weiter hier unten auf die. Oh. So. Lalalal. So, genau, von da kamen wir und hier kommen wir jetzt mit dem Schlüssel rein. So war das. Und hier ist wieder Licht, Gott sei Dank. Und jetzt laufen wir hier oben drüber. Den Raum kennen wir ja schon. Ja, diese Augenviecher. Ich überlege gerade, ob man die auch, wie man die noch besiegen kann. Ich glaube, so geht das. Ja. Und jetzt, wenn wir alles besiegt haben, fliegen die Teile hier weg. Oh, das ist zu spät. Schalter. Schalter lässt eine Truhe erscheinen. In der Truhe ist der große Schlüssel. Damit lässt sich so manches Schloss öffnen, wo kleine Schlüssel versagen. Und mit dem großen Schlüssel begeben wir uns ganz schnell zurück
Kann man hier nicht runterspringen und die Sache abkürzen? Nee, kann man leider nicht. Dann müssen wir wohl wirklich den Weg hier zurücklaufen. Aber gut, wir tun es für die Truhe. Wenn mir das gerade etwas komisch vorkommt. Also, etwas so nach dem Motto, als wäre es nicht so gedacht. Aber sei es drum, wir haben die Truhe erreicht. Wir öffnen sie. Und wir bekommen den Bogen. Du hast den Bogen gefunden. Jetzt verschieße Pfeile, solange dein Vorrat reicht. Ja, wir rüsten das Teil gleich mal aus. Wow. Ja, die Skelette sind damit sehr einfach zu besiegen. Hier, ihr seid damit sehr einfach zu besiegen. Also es hat seine Vorteile. Wie man sieht. Und ich glaube, ich hätte vorhin einfach den Weg weitergehen sollen. Ich habe ein bisschen Mist gebaut. Aber ich denke, das ist kein Problem, denn wir haben ja Zeit. Dafür sind wir ja hier und dafür nehmen wir uns auch die Zeit. Außerdem finden wir dabei noch ganz toll viele Rubine und Pfeile und alles gut. Denn wir haben ja den großen Schlüssel in diesem Verlies eben gefunden, um die Truhe zu öffnen. Und hier oben war doch noch eine Tür. Die können wir doch jetzt auch damit öffnen, genau. Ja, und das wäre der einfache Weg gewesen. Warum einfach, wenn man es sich auch schwer machen kann? Das ist Entertainment, Leute. Das ist Let's Play Mossy, wie er leibt und lebt. Also. Ich freue mich. Ja, wir klappern hier noch die restlichen Räume ab. Hier waren wir schon. Ach, jetzt muss ich die erst wieder besiegen. Ist aber jetzt durch den Erhalt des Bogens überhaupt gar kein Problem mehr. Das sollte ich vielleicht nicht so laut sagen. Denn ich wollte mir hier noch die andere Seite anschauen. Die rechte Seite noch anschauen. Was sagt denn die Karte eigentlich? Ja, die Karte sagt, dass wir eigentlich so, wie es aussieht, alles an Räumen und so weit haben. Das heißt, hier möchte ich mir dann noch die Oberseite anschauen. Denn hier habe ich auch noch Gegner gesehen und hier ist auch noch eine Tür. Das könnte bedeuten, dass es hier noch was zu holen gibt. Ja, aber nur von oben. Das heißt vermutlich von hier. Ja, hier ist dann nochmal so ein Raum. Vermutlich kommen jetzt hier Skelette. Nee, hier will ich einen Schalter finden. So, ganz einfach. Denn hier bekommen wir die Karte. Kein Muss, aber ein Vorteil, denn es zeigt uns, dass uns hier oben noch zwei Räume erwarten und dann im zweiten Geschoss noch 2, 4, 6 Räume inklusive des Bossraumes. Wollen wir uns doch auch mal unentweicht auf den Weg begeben und unseren ersten Boss bezwingen. Ich glaube, ich laufe gerade extrem ungünstig. Ich glaube, diesen Weg hätte man sehr viel eleganter gehen können. Aber das ist in Ordnung für mich. Und so finde ich vielleicht noch... Na? Wollt ihr nicht erscheinen? Doch. Einmal... Ist noch immer unterschiedlich viele, ne? Geben uns doch nur 3. Thank you.
Sei es drum. Da geht's nach unten. Dann sind wir endlich da. Endlich da. Was sagt er hier jetzt? Achso, er sagt immer dasselbe. Auch wenn ich dann den Gegenstand schon habe. Einverstanden. Moment, hier gibt's doch bestimmt noch irgendwo ein Herz. Gibt's doch bestimmt noch irgendwo ein Herz abzugreifen. Du hast noch ein Herz vorbei, oder? Ja. Danke. Schon mit vollem Leben da reingehen, wenn möglich. So, hier ist wieder alles dunkel. Bringen wir erstmal ein bisschen Licht ins Dunkel. Schlüssel für uns. Den brauchen wir da ja auch. Moment, wenn ich mir die Karte anschaue, dann steht da... Ah, verstehe. Hier gibt es nochmal einen Raum, der... Oh, der Rubine hat. Viele Rubine hat. Nehmen wir gerne an. Sind ja auch nicht so gut bewacht jetzt, aber die nehmen wir mit. Eine kleine Schatzkammer ausgeräumt. Gute Sache. Und dann, ja, gehen wir hier rein. Mit dem Schlüssel, den wir eben bekommen haben. Okay, hier suchen wir wahrscheinlich wieder einen Schalter. Wenn mich nicht alles täuscht. Ja, da ist er. Oh Gott, hier sind drei von... diesen hier. Aha. Ja, man muss auch treffen. Ich möchte sie auch gerne alle mitnehmen. Und schon hier schauen, dass ich alles soweit aushebe. Okay. Ist das so ein Raum? Oh, den Schalter noch mal ausprobieren. Okay, es ist natürlich der letzte, den wir ausprobieren. Kein Problem. Der ist rot. Das verheißt nichts Gutes, denke ich mal. Okay, den müssen wir mit einem Pfeil treffen. Der ist für die Thronen, für die... Okay, zwei Pfeile, das geht ja. Okay. Sind wir hier schon? Nee, es ist noch nicht der Bossraum. Es ist irgendwie noch ein Vorraum. Aber wir betreten den Raum mal. Okay, das sieht doch eigentlich schon ganz gut aus. Okay, das hier ist so ein Preparing Room, wo man dann nochmal die Pfeile aufgefüllt bekommt, nochmal Herzen bekommt. Denn wir treten unserem ersten Boss entgegen. Allerdings tun wir das im nächsten Part, denn die Zeit ist leider schon wieder vorbei. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ihm einen Daumen hoch gebt, vielleicht einen Kommentar hinterlasst, und wenn euch meine Videos im Allgemeinen gefallen, dürft ihr mich auch gerne abonnieren. Und wie der Kampf gegen den Boss aussieht und ob wir es schaffen, das erfahrt ihr im nächsten Part. Ich wünsche euch bis dahin was, euer Mossi. Ciao, ciao.